Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es ist jetzt offiziell, ab 1. Oktober startet Season 3. Drei Wochen früher als ich dachte. Natürlich wurde offiziell auch Octane und die neue Waffe, die Charge Rifle, bestätigt. Es gibt auch noch einen neuen Teaser-Trailer von Krypto. Den kennen die ein oder anderen von euch vielleicht. Den werde ich euch am Ende des Videos noch zeigen. Es lohnt sich aber dran zu bleiben, denn ich habe die Vermutung, dass Krypto etwas mit dem Easter Egg von dem Monster von Loch Ness zu tun haben könnte. Für die ein oder anderen, die dieses Easter Egg vielleicht nicht kennen, das ist relativ weit am Anfang des Spiels entdeckt worden, Easter Egg um das Monster von Loch Ness, was man auftauchen lassen kann. Was ich da genau aber meine und was Krypto eventuell damit zu tun haben sollte, zeige ich euch ganz am Ende. Lohnt sich. Dann habe ich noch viele, viele Einzelheiten über den Ranked-Modus. Da wird nämlich sehr, sehr viel geändert. Was da im Einzelnen alles geändert wird, nach dem Intro. Ja, ich dachte, dass am 22. Oktober die Season 3 erst startet, denn zwischen Season 1 und Season 2 waren drei Wochen Pause. Deswegen war ich der Meinung, dass es am 22. Oktober soweit ist. So scheint es jetzt zu sein, oder beziehungsweise wurde es ja jetzt offiziell bestätigt, dass Season 2 endet und direkt nahtlos der Übergang zu Season 3 startet. Was ich sehr, sehr geil finde, dass es eine neue Ranked-Liga gibt. Das finde ich sehr, sehr cool. Viele, viele Änderungen, die ich euch jetzt vorlesen werde. Das ist wirklich sehr viel Text. Natürlich möchte ich nochmal der Vollständigkeit halber sagen, dass Krypto offiziell bestätigt wurde, auch die Waffe, die Charge Rifle, und es wurde natürlich, das möchte ich auch noch festhalten, ganz unten hier im Text, ich weiß gar nicht, ich habe es nur im Englischen bis jetzt gelesen, ich scroll mal runter, kommt hier was? Nee, auf Deutsch steht es leider nicht da, auf der englischen Seite von EA habe ich die Infos zuerst gelesen, da stand ganz fett gedruckt, dass es in den nächsten Tagen, bevor Season 3 losgeht, noch mehr Details zu erwarten sind, über die ich euch natürlich auch berichte, also dranbleiben, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter und verpasst auf jeden Fall keine Informationen. Jetzt möchte ich euch mal erzählen, was im Ranked-Modus sich alles ändert, das ist echt viel, ich bin echt mal gespannt. Hier gibt es auch ein kleines News-Update, wie die Season bzw. wie der Ranked-Modus für EA bzw. Respawn gelaufen ist, was sie alles toll fanden. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, weil das eher uninteressant ist. Ich möchte einfach mal erzählen, was alles passiert. Also zum Start von Season 3 wird es wie gesagt einen neuen Liga-Modus geben, den Ranked-Modus. Es wird einen Soft-Reset geben. Was das genau bedeutet, Moment, vorher möchte ich noch sagen, die Belohnungen, die ihr mit dem Ranked aus Season 2 bekommt, starten mit Season 3, also direkt da bekommt ihr dann eure Belohnungen. Ich möchte auch nochmal klar machen, in meinem letzten Video, wo ich über die Belohnung vom Ranked-Modus gesprochen habe, dass mir da der Fehler unterlaufen ist, dass ich da behauptet habe, das wurde nicht klar kommuniziert. Was ich damit eigentlich im Klartext meinte, ist, dass man vorher optisch nicht sehen konnte, wie genau die ganzen Geschichten aussehen. Natürlich stand ab Diamant und ab Predator, dass da ein Schweif dass man dann einen Schweif bekommt oder kosmetische Sachen. Da gehen aber alle davon aus, dass es wahrscheinlich eine Kosmetik für eine Waffe ist und nicht einfach nur ein Anhänger. Das habe ich damit gemeint, dass das nicht klar kommuniziert wurde. Deswegen, der ein oder andere hat das vielleicht oder beziehungsweise nicht falsch verstanden, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Sorry dafür. Mit klarer Kommunikation meine ich einfach wie in den Events. Du siehst vorher, was du machen musst und was du genau bekommst. Und nicht, dass es dir im Kopf ausmalen musst, wie das genau aussieht. So, jetzt genug abgeschweift. Was wird passieren? Ach so, was übrigens gleich bleibt, ist, dass es von Bronze bis Predator bleibt alles gleich. Auch die Unterdivisionen von 4 bis 1 bleiben gleich. Es wird einen Soft-Reset geben, sobald es losgeht. Was genau ist damit gemeint? Wenn du zum Beispiel Predator erreicht hast, wirst du um 1,5 Stufen zurückgesetzt. Das heißt, für alle, die mindestens Silberstufe 3 erreicht haben, die fangen nicht von Bronzestufe 4 wieder an. Nee, beziehungsweise Bronze, Silberstufe, Silberstufe 2 meine ich. Im Klartext heißt es, hier wird sogar beschrieben, habt zum Beispiel Stufe Gold unter Kategorie 2 erreicht, werdet ihr auf Silberstufe 4 zurückgesetzt. Ich bin zum Beispiel Platin 4 und müsste auf Silber 2 zurückgesetzt werden. Das heißt, ihr fangt nicht von vorne an, was ich sehr, sehr geil finde. Ich habe die Facecam jetzt mal ausgemacht, lese euch trotzdem den Unterpunkt Punkte mal vor. Das Punktesystem von Serie 1 hat zwar gut funktioniert, aber wir wollen einige Verbesserungen daran vornehmen. Im Folgenden erfahrt ihr, was wir erreichen wollen und wie das neue System funktioniert. Zum einen brauchen wir eine breitere Punkteverteilung. Aus diesem Grund
Hintergrund verzehnfachen wir alle Punkte innerhalb des gesamten Systems. Verzehnfachen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Was das im Endeffekt für Auswirkungen hat, wissen wir noch gar nicht, denn, und darauf möchte ich kurz eingehen, bevor ich weiterlese, ihr wisst ja, dass man etwas über 1000 Rank-Punkte braucht, um Predator zu erreichen. In diesem Artikel wird nämlich nicht erwähnt, wie viele Punkte man diesmal braucht, um verschiedene Divisionen oder Ränge zu erreichen. Gleich bleiben kann es auf jeden Fall nicht. Wenn ich nämlich jetzt hier gleich den Text weitergehe, seht ihr, dass wir maximal 4 bis 5 Runden bräuchten, die wir maximal mit 5 Kills ausschöpfen und Erster werden, dann wären wir theoretisch schon Rang Predator und das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, wie die Punkteausschöpfung bis Rang Predator im Endeffekt ab Season 3 sein wird, steht hier noch nicht geschrieben, aber auch das muss geändert werden. Ansonsten wäre das hier ein bisschen zu einfach. Ich lese jetzt mal weiter. Das wirkt sich auf den ersten Blick zwar wie eine Inflation von Punkten, tatsächlich müssen aber auch zwischen einem RP und 2 RP Belohnungen möglich sein. Und die Flexibilität haben wir mit 10, 15 und 20 RP. Außerdem ändern wir die RP-Kosten für die Match-Teilnahme geringfügig. Und das finde ich im Artikel mega witzig. Geringfügig. Ihr könnt euch vielleicht grob an die Kosten für die einzelnen Teilnahmen oder für die einzelnen Ränge erinnern. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber zieht euch die Gebühren mal rein. Geringfügig ist es auf keinen Fall. Bronze kostenlos, Silber 12, schon 12, ich glaube Predator waren das sogar 6 oder 7 maximal und hier steht was von geringfügig. Okay, weiter im Text, 24 für Gold, 36 Platin, Diamant 48 und für Apex Predator 60. Da ist nichts mit geringfügig, deswegen gehe ich wirklich stark davon aus, dass bis maximal Rang Predator einiges geschraubt wird, bis man das erreicht. Das wäre ja sonst gar nicht möglich. So, hier grob im Text. In dieser Serie fließen auch diesmal, und das finde ich sehr, sehr geil, 5 Kills bleibt übrigens als maximal. Allerdings zählen jetzt auch Assists dazu. Ihr seht hier das neue Layout, im Predator, im Ranked-Modus. Ihr habt hier wieder euer Squad, wie viele noch da sind maximal. Scheinbar schon ab 9 Squads steht hier nicht mehr die genaue Zahl, wie viele Leute noch insgesamt auf der Map rumrennen. Ihr seht eure Killanzahl und dieser Handshake hier sind die Assists und hier ist ein Multiplikator hinterlegt. Den sage ich euch auch gleich und hier seht ihr schon die Endpunktzahl. Gehe ich gleich drauf ein. Ein Assist gilt maximal 5 Sekunden. Also wenn ihr einen Gegner runterschießt, also von der Zahl der HP her und ein Teammate ballert den dann weg, innerhalb von 5 Sekunden zählt das als Assist. Maximal gilt es wieder 5 Kills oder 5 Assists. Mehr wird es nicht geben. Darauf gibt also auf dem 6., 7. Assist oder Kill gibt es keine Punkte, aber es gibt ja diesen Multiplikator. Den zeige ich euch jetzt und da wird es nämlich wirklich mega, mega interessant. Jetzt zieht euch das mal rein. Schafft ihr es maximal auf Rang 11, gibt es keine Punkte. Von 10 bis 9 gibt es 10 Punkte, 8 bis 7, 20 und so weiter. Bis Rang 1 bekommt man 100 Punkte. Und jetzt kommt der Multiplikator ins Spiel. Und das wird nämlich echt interessant. Habt ihr zum Beispiel einen Kill, bekommt ihr in der Top 10 bis Top 6 12 Punkte. Habt ihr 2 Kills, bekommt ihr schon 24 Punkte. Und das ist nämlich das Beispiel von diesem Bild. Ihr habt 2 Kills gemacht, seid 9. geworden. 2 Kills mal 12 bedeutet 24 Punkte. Ihr seid Top 10. Ihr seid also quasi, ihr seid hier Platz 9 geworden, gibt nochmal 10 Punkte zusätzlich. Heißt im Endeffekt, ihr bekommt 34 Punkte für den 9. Platz und 2 Kills. So, und ich rechne euch mal kurz vor, was es bedeutet, wenn ihr Erster werdet und 5 Kills macht oder 5 Assists, völlig egal. Also Platz 1, 100 Punkte, 5 Kills sind Multiplikator mal 25, bedeutet 125. Plus 100 Punkte sind 225 Punkte. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich mich jetzt verrechnet habe. Aber, und mir scheint es dann jetzt endgültig einleuchtend, dass es nicht sein kann, dass man Apex Predator ab Ranked Punkte 1000 oder 1200. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, wie es in Season 2 war. Ich weiß es nicht genau. Da bräuchte man wirklich maximal 5 perfekte Runden und wärt ihr schon Apex Predator. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, es wird hier nicht beschrieben. So, jetzt weiter im Text. Die Belohnung, das hatte ich schon gesagt, geht ab Season 3 bekommt ihr die Belohnung von Season 2. Und hier
gibt es den sogenannten Elfmeter. Ich hoffe, diesmal funktioniert das. Hier wird beschrieben, wie die Strafen funktionieren. Also soll Strafen fürs Liefen geben. Eine Strafe fängt dann ab, wenn ihr in dem Menü seid, wo ihr eure Legende schon aussuchen könnt. Wenn ihr da feststellt, oh, ich habe die Legende meiner Wahl nicht bekommen und die Randoms sind alle Kacke oder nehmen scheiß Legenden und ihr lieft da schon, zählt das da schon als Strafe. Und wenn ich das jetzt richtig rauslese, ich möchte es jetzt nicht komplett vorlesen, soll das auch in dem Normalmodus schon als Strafe gelten. Und das finde ich eigentlich mega, mega geil. Ich mache jetzt zwischenzeitlich auch mal wieder meine Facecam an. Da bin ich wieder. Ich mache das Bild wieder zurück. Also, ich gehe nochmal genauer drauf ein. Wie gesagt, lieft ihr während der Charakterauswahl oder ihr lieft, wenn ihr runtergeschossen wurdet, ihr könnt aber noch wiederbelebt werden, dann zählt und ihr geht raus, dann könnt ihr eine Strafe bekommen. Eine erste Strafe soll so aussehen, dass ihr in den ersten Minuten erstmal kein weiteres Match findet. Und wenn ihr das zu oft ausreizt, kann die Maximalstrafe eine Woche. Was heißt Maximalstrafe, wird hier gar nicht geschrieben, aber es kann so sein, dass ihr auch locker eine Woche gebannt werdet und kein Ranked spielen könnt. Ich überfliege es nochmal ganz kurz. Okay, ich habe es mir nochmal durchgelesen. Das gilt vorerst nur für den Ranglistenmodus. Wie gesagt, ich hoffe, dass das diesmal funktioniert. Es gibt natürlich auch wieder eine Niederlagentoleranz, die vorsieht, habt ihr ein Problem im Spiel, ihr fliegt vielleicht raus, weil ihr ein technisches Problem habt. Oder ihr könnt natürlich auch, ach nee, doch, es gilt eigentlich nur für technische Probleme. Oder es ist so, dass ein Teammate von euch einfach quittet und ihr verkackt die Runde jämmerlich, dann bekommt ihr natürlich auch keine Minuspunkte, was ich sehr, sehr geil finde. Ich möchte jetzt nochmal betonen, dass es noch weitere Informationen geben soll. Darüber werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Jetzt möchte ich euch den Teaser-Trailer von Krypto mal zeigen, der ultra, ultra geil ist. Nachdem der Teaser-Trailer zu Ende ist, möchte ich euch nochmal eine ganz kurze Stelle in diesem Teaser-Trailer zeigen, was das mit dem Easter Egg rund um Loch Ness zu tun hat. Aber das erkläre ich gleich, wenn ich euch den Teaser-Trailer gezeigt habe. Bis gleich. This place isn't bad, but it's still not as good as a shop on Stone Street. I can't believe they went out of business. Hello? And this is why you're single. Check this out. It's a new security protocol, but it's not displaying properly through my diagnostics. But try that new interface package I sent you. Uh-huh. Run decryption? Whoa. It's a prediction algorithm. If whoever wrote this gets it online, they would be able to rig any match they want. This is our chance. We can use it. You can't be serious. These people will find us and kill us. But imagine what this could do for us. It's one time, one risk to give us that second chance we've been searching for. The chance for a new life. Mila, we will find our fresh start. This just isn't it. Yangwon-an gajyo? Forever family. Game.
So, jetzt möchte ich euch kurz mal noch zeigen, warum ich der Meinung bin, dass Krypto etwas mit dem Easter Egg rund um das Monster von Loch Ness zu tun haben könnte. Für alle, die nicht wissen, was es für ein Easter Egg ist, ganz kurz erklärt. Seit Anfang an gibt es verstreut über die Map 10 kleine Monster von Loch Ness Puppen zu finden, die man in einer bestimmten Reihenfolge abschießen muss. Erst wenn man das erste abschießt, findet man das zweite und so weiter, bis man das zehnte bekommen hat. Wenn man das zehnte abgeschossen hat, erscheint im Sumpf das Monster von Loch Ness. Darüber wollte ich eigentlich mal ein Video machen, habe ich bis jetzt nicht geschafft. Wie das jetzt aktuell überhaupt aussieht mit dem Monster von Loch Ness, ob das seit Season 2 überhaupt noch aktiv ist, das Easter Egg weiß ich überhaupt nicht. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was es damit auf sich hat, warum ich denke, dass Krypto damit was zu tun haben könnte. Er könnte vielleicht derjenige sein, der diese kleinen Nessie-Puppen quer über der Map verteilt hat, oder? Vielleicht könnte es sogar sein, da könnt ihr euch auch in den Kommentaren gerne mal auslassen. Vielleicht geht ab Season 3 das Easter Egg weiter. Vielleicht kann man dann irgendwas anderes mit dem Easter Egg machen. So, ich zeige euch jetzt eine kurze Szene, die ich immer mal ein bisschen zurückspule. Vielleicht seht ihr es ja selber oder habt es selber schon entdeckt. So, mach nochmal zurück. Das war schon zu weit. Und jetzt stoppe ich einfach mal das Bild. So, und jetzt schaut mal, was hier unter seinem Computer für eine kleine Puppe liegt. Das ist so eine Nessie-Puppe. Genauso sehen die und auch nicht anders. Die sieht genauso optisch aus im Spiel. Wenn ihr die irgendwo, die kann man immer in irgendwelchen Gewässern, Pfützen oder sonst wo finden. Die sehen genauso aus, von der Größe her genauso. Die muss man abknallen, dann verschwinden die. Und deswegen denke ich, dass Krypto irgendwas mit diesem Easter Egg zu tun haben könnte. So, lasst euch in den Kommentaren natürlich gerne mal aus, was ihr von dem gesamten Inhalt des Videos haltet. Würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Infovideos rund um Apex Legends und vor allem um Season 3 verpassen wollt, Livestreams gibt es auch jede Menge immer von mir. Leider wird es dieses Wochenende mit einem Livestream nicht, weil ich jetzt noch ein neues Projekt rund um das neue Zelda Link's Awakening habe. Das soll es von mir jetzt soweit gewesen sein. Ich wünsche euch ein astreines Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.